Relativ rasch löste sich die Ekklesia von der Synagoga. Dazu trug sicher auch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach bei. Von nun an war das Christentum noch stärker den Tendenzen der Hellenisierung ausgeliefert. So war dann auch Griechisch die Sprache des frühen Christentums. Das Neue Testament ist in griechischer Sprache verfasst. Latein kam erst später dazu, eben beim westlichen Christentum, erst beim römischen Christentum. Relativ rasch entstand auch ein überaus komplexes theologisches Lehrgebäude. Das ist immerhin etwas, das das Christentum besonders auszeichnet, dass man es auch als Wissenschaft, als Theologie betreiben kann. Was sehr charakteristisch ist für dieses sehr komplexe christliche Lehrgebäude, theologische Lehrgebäude, ist, dass es sehr eng verknüpft ist mit der griechischen Philosophie, dieser Philosophie auch weit offen stand und vieles auch aus der griechischen Philosophie übernommen hat. In diesem Sinne ist dann auch der erste komplexe Gedanke schnell entstanden, dass Christus eben Logos ist, gleichsam also das Wort Gottes ist. Das Johannesevangelium beginnt deshalb auch mit den entsprechenden Worten. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Das Christentum, das kann man schon im ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert feststellen, war immer eine geistig anspruchsvolle Religion. Die Kraft des Christentums kommt allerdings aus einer anderen Ecke. Es ist der hohe Grad der Assimilation und der kulturellen Verwandlung, die das Christentum hat. Das ist auch der Grund dafür, warum das Christentum sehr rasch auch Elemente anderer Religionen aufnehmen konnte und auch immer noch kann. So findet dann, weil auf der einen Seite ja es ein sehr komplexes, geradezu philosophisches Lehrgebäude gibt, so findet dann umgekehrt aber auch eine Volksfrömmigkeit ihren Platz im Christentum, und das trägt wiederum dazu bei, dass die breiten Massen diese Religion auch verstehen. Das sieht man auch an den ersten Symbolen, die im Zusammenhang mit diesem Christentum auftauchen. So ist das Fischsymbol das Symbol für Jesus, das kennen Sie, stammt aber auch schon aus vorchristlicher Zeit. Es wurde verwendet genauso wie auch christliche Symbole, Anker, Palme, Pelikan und Pfau, da stand nichts anderes als dafür, als Schutz vor bösen Geistern. Und auf diese Art und Weise konnte das Christentum relativ rasch in viele Teile des Lebens eindringen. Um 200 schrieb dann ein gläubiger Christ einem Heiden: Was für den Körper die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. In dieser Zeit war die Religion nicht mehr nur in Ephesus und in Kleinasien, in Rom, in Alexandria, in Karthago und in Antiochia verbreitet, sondern bereits im ganzen Imperium vorhanden. Die Durchsetzung in der breiten Bevölkerung hat wohl auch mit einer Tendenz zur Anpassung zu tun. Die ursprünglich vorhandene Naherwartung des Reiches Gottes, davon ist das Christentum des ersten Jahrhunderts sehr massiv geprägt, hat sich dann ab dem zweiten Jahrhundert immer mehr in eine Geduld des Bleibens verwandelt. Offensichtlich ist nicht so wie erwartet die Apokalypse sofort hereingebrochen, sondern sie findet nicht statt. Und so bleibt nichts anderes übrig, als geduldig darauf weiterhin zu warten. Das nahm dann auch der Religion wieder
das Sektiererische, was wieder für mehr Akzeptanz gesorgt hat. Insgesamt besaß die Botschaft der Sündenvergebung, der Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod, aber auch die Aussicht auf Heilung von Krankheit eine erhebliche Anziehungskraft in der spätrömischen Welt. Auch strukturell passte sich das Christentum sehr rasch an. Man musste jetzt ja, da die Apokalypse nicht eintraf, einrichten in der Welt. Und so bildete sich aus einer Vielfalt von Organisationsformen das Priester- und Bischofsamt als erstes einmal heraus. Ein monarchisches Episkopat entsteht. Die Bischöfe, anfangs nur für eine Gemeinde eingesetzt, wurden dann schlussendlich Leiter ganzer Gebietskirchen. Hier zum Beispiel in Teurnia, der Bischof ist für das heutige Oberkärnten, aber auch den Lungau zuständig gewesen. Und diese Bischöfe wurden dann, diese Diözesen wurden dann in Metropolitanverbänden zusammengefasst. In unserem konkreten Fall hier in Teurnia ist der Patriarch von Aquileia zuständig. Und vom Bischofsamt aus entwickelten sich dann weitere Kirchenämter.